Wir haben eine immer kleinere Zahl von Menschen, die Arbeit haben, gegen ein großes Heer von, die keine Arbeit haben. Hier wird Mangel von Arbeit organisiert. Man verspricht dem, du bekommst einen Arbeitsplatz, aber das wird nur dann ein Geschäft, wenn du den, der Arbeit hast, gegen den stellen kannst, der keinen mehr hat, um dessen Löhne zu rücken. Das ist Erpressung, das ist Mangel von Arbeit. Es ist gar nicht gewünscht, dass alle Arbeit haben. Ja? Und vielleicht mal ein Gedankenexperiment, was passieren würde. Was würde passieren, wenn wir all denen, die jetzt von Hartz IV vegetieren müssen oder im Niedriglohnsektor 8 Stunden arbeiten und trotzdem Geld vom Amt bekommen, um ihre Kinder durchzubringen, was schon an sich asozial ist. Was würde passieren, wenn man diesen Menschen ein Grundeinkommen geben würde? Was würden diese Menschen machen? Die würden zuerst einmal sich die Dinge leisten, die sie sich lange leisten konnten. Die Produktion würde hochgefahren werden. Das heißt, diese Menschen würden langsam in den Arbeitsprozess kommen. Immer mehr Leute würden in den Arbeitsprozess kommen. Immer mehr Leute würden anfangen zu produzieren. Die Produktpreise würden fallen. Irgendwann hätten alle alles und die Arbeit wäre getan. Und was machst du denn dann mit diesem Heer von Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen, weil alle alles haben? Diese Menschen kannst du über Arbeit nicht mehr steuern und nicht mehr herumschubsen. Das heißt, es ist gar nicht gewünscht, dass wir uns ein Grundeinkommen verschaffen. Das ist gar nicht gewünscht, denn Menschen, die ein Grundeinkommen bekommen, die nicht mehr arbeiten müssen wegen dem Geld, die fangen an nachzudenken, die fangen an Dinge zu tun, die sie machen wollen. Aber sie sollen nicht Dinge machen, die sie machen wollen, sie sollen das machen, was andere wollen. Wir müssen über diese Struktur generell nachdenken. Wir müssen auch über die nachdenken, die das organisieren. Das sind ja oben Pyramiden. Wir müssen sie rausholen aus diesen Pyramiden. Und wir können nicht mehr auf eine Parteienstruktur rechnen, was auch nur kleine Pyramiden sind, wo jemand in dieser Pyramide nach oben steigen kann. Diese Form der Herrschaft der Pyramide ist vorbei, seit es das Internet gibt. Und ich weiß nicht, wohin es gehen wird. Ich weiß nur eins, die Pyramide ist vorbei. Das ist Geschichte.